Bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Potholi-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Als ob. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie! Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Okay, hallo Guys, willkommen zu einem neuen Part Jedi Fallen Order. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz ein Video verlinken von einem Let's Player, welcher bis hierhin gezockt hat, denn ich habe tatsächlich eine Aufnahme gestartet, aber weil ich geraged habe, habe ich die Aufnahme beendet und meine PS4 hat die Aufnahme nicht gespeichert. Und es war ein voller Part. Ich habe eine halbe Stunde lang aufgenommen. Und diese ganze Aufnahme ist jetzt komplett geschluckt worden. Ich krieg die nicht mehr wieder. Sorry. Es triggert mich gerade jetzt wirklich unglaublich hart und ich bin gerade mega depressiv, weil das war eine halbe stündige Aufnahme und da war so viel Arbeit jetzt hat drin und ich habe so viel Wut gehabt und dachte mir, ja man, das wird ein ultra geiler Part, aber nee. Der wurde einfach geschluckt. Er wurde einfach komplett geschluckt vom Aufnahmeprogramm. Der ist weg. Es ist unmöglich für mich, den wiederzubekommen. Bin aus Versehen ins PS4-Menü gegangen. Und dann wurde die Aufnahme abgebrochen. Allerdings nicht mehr gespeichert. Leute, fix Jedi Fallen Order, Leute. Majora's Mask ist sowieso das viel bessere Spiel. Und ja. Ja, sorry. Ich kann nichts machen. Das ist wirklich eine halbe Stunde. Ein ganzes halbe Stunde langes Video, was jetzt einfach weg ist. Ey.
muss vielleicht auch noch Majora's Mask heute hochladen, weil ich das an dem Tag aufnehme, wo ich gerade, wo gerade der fünfte Part, glaube ich, von Majora's Mask hochkommt. Oh Mann, das triggert mich gerade so sehr. Wirklich, es tut mir unglaublich leid, aber ich habe auch schon das Spiel gespeichert. Ich kann unmöglich auch das Ganze wieder nachholen. Es ist unmöglich. Alles weg. Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig, ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Alles klar, eine klassische Zündere. Menschen, die mich mit sich reden lassen wollen. Und pure Aggression besitzen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Oh, ich drück doch ausweichen. Ich bin gerade von meinem Stuhl fast runtergefallen. Oh mein Gott, boah. Ich habe gerade, glaube ich, meine Rippen in meine Lunge reingedrückt. Oh. Wenn ich so gekriegt habe. Oh. Okay, gut, dann haben wir wenigstens trotzdem noch eine gute Szene. Oh mein Gott. Oh Leute, ich bin gerade so sehr am Suffern. Ich habe heute Montag bis Mittwoch habe ich halt eine Phase, wo ich halt von 8 Uhr, knapp 8 Uhr, ich glaube 47, ja genau. Ich weiß mein Zeitplan nicht mehr, weil ich gerade so kaputt bin. Ab 47 muss ich schon bei meinem alltäglichen Ort sein. Und dann bin ich da zwischen Montag und Mittwoch meistens so bis zu 15 Uhr, manchmal länger, manchmal weniger. Und dann komme ich meistens so um 16 Uhr an. Was halt dafür sorgt, dass ich jetzt halt hier um 17.40 Uhr eine Aufnahme mache. Und ja. Ich bin gerade wirklich am Verzweifeln, weil es triggert mich so sehr, das war ein so guter Part, das hätte einer der besten Parts des Let's Plays werden können. Aber meine Konsole hat das ganze Ding einfach geschluckt. Auf ganz ehrenloser Basis. So, okay, hier haben wir noch ein Secret, wie es scheint. Sehr schön. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Vielleicht sogar die, die wir gesehen haben. I don't know. Okay, was zur Hölle? Habe ich irgendwie eine Möglichkeit? Ich habe aktuell keine Options in dem Spiel. Ich ratte gerade aktuell mein ganzes Moveset durch für das Endgame des Spiels. Aber das habe ich halt einfach nicht. Das bedeutet, ich habe hier aktuell keinen Plan, was ich machen soll. Junge. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Es ist nichts. Ich werde dich treffen. Meine Güte. Dein Tod ist sicher. Jawohl, okay. Oh Mann, ich war so kurz vor, ihn umzubringen, Mann. Hey. Sie fällen mir, ich bin super boah, yeah, bah.
Ich dreh durch, Leute. Ich bin am Verzweifeln. Halbe Stunde Plot wurde geschluckt und jetzt... Der zweite... Oh mein Gott. Okay, zum Glück nicht. Videoclip wurde gerade gespeichert. Oh, wieder ein Partanfang weggecuttet. Aber nee, okay. Wenigstens der Part hier bleibt mir ja blieben. Aber oh mein Gott, Ich wieder wegen meines Rages. Ich muss einfach meinen Controller direkt weglegen, sobald ich anfange zu ragen, weil sonst beende ich einfach immer wieder die Aufnahme. Oh Gott, ey. Das ist so schrecklich gerade, das ist so schrecklich. Fall nicht zurück, BD1. So, wo zur Hölle ist jetzt dieser Spot, den ich gerade suche? Mit nämlich einem bestimmten Spot hier, den ich gerne aufsuchen möchte. Ah ja, genau, hier, der hier. So, dadurch kommen wir nämlich instant hierher. Meine Güte, diese beknackten Spinnen hier. So, aber diese beiden Nachtbrüder hier, welche nebenbei von der Spitze von Darth Maul sind, den werde ich jetzt mal böse einen auf die Mütze hauen. Ich verstehe. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ich werde deine Abwehr brechen. Na, er breche ich deine Abwehr. Jawoll, sehr schön. Ich mach dich fertig. Three Point Saber Combo. Okay, du willst scannen, BD1? Los, dann scan doch. Scan doch. BD1. Er wollte scannen, aber jetzt nicht mehr. Ist sein Problem, nicht meins. So, dann wollen wir mal hier weiter. Und da sind wir endlich am ersten Meditationspunkt. Ich habe auch schon meine Lebensenergie im Skilltree erweitert, was tatsächlich in diesem Spiel möglich ist, durch den Skilltree seine Macht auch zu erweitern, was wir jetzt hier einmal kurz machen werden. Und dann haben wir hier noch ein Konter ausweichen. Können wir hier noch einen Rush-Move machen und verlängertes Blocken. Werden wir mal schauen, wie wir das Ganze hier machen werden. Ich muss einmal kurz schauen. Okay, ich kann noch eine Weile aufnehmen. Nice, sehr schön. Okay, boah. Och Mann, ey Junge, was ist das für eine... Ah, Mann, ey. Was ist das für ein Müllmann? Naja, wenn euch wenigstens mein Rage hier in diesem Video gefällt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, falls euch mein ganzer Kanal bis jetzt gefallen hat. Und dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Werbungsmeister! Kann diese dumme Ladesequenz endlich mal zu Ende gehen? Nebenbei, wisst ihr eigentlich, wie dämlich das ist und was Kell eigentlich zu einem der schlechtesten Krieger, nicht nur im ganzen Star Wars-Universum, sondern auch zu einem extrem beschissenen Kämpfer in Real Life macht? Erstens, er kann nicht direkt wieder aus einer Rolle in einen flüssigen Kampf übergehen. Ich konnte mit 12 Jahren nach einer Rolle schon permanent in einem flüssigen Kampf weitermachen. Ich musste keine 2 Sekunden lang nochmal stehen bleiben, wie Kell hier in diesem Spiel. Hier, zack. Und stehen bleiben. Er bleibt für eine ganze Sekunde da hocken. Damit da irgendwas passiert. So, jetzt müssen wir erstmal die Gegner spawnen, weil dieses Spiel buggy as hell ist. Jungs und Mädels, ich raste aus. Wisst ihr was? Ich spiel's probieren. Fürs Entertainment, guys. Fürs Entertainment. Also, okay.
So, gut. Haben wir das auch mal wieder gemacht. Sehr schön. In beiden letzten Parts bis jetzt wird der Klavier gespielt. So. Jawoll. So, erstmal die Schützen hier ausschalten. Okay. Was zur Hölle machst du da? Sie braucht es nicht mehr. Okay, nice. Sonst kann noch mal BD1. Geht doch. Endlich. Ja, geht doch. Brav. Ja, bist du ein feiner BD1. Ja, ein feiner Druide bist du. So, und den da kenne ich schon, diesen Jumpscare. Parrot! Und die! Easy! So, und hier weiß ich auch schon. Na, komm her! Na, komm her! Ja, komm her, du bist ein feiner Nachbruder! Hier bist du ein Feini! Ja, komm her! Ja, komm her! Und jetzt kriegst du aufs Maul! Brav auf Gesicht bekommen, gell? Ja! Ganz fein bist du! So, komm mal her. Ja, feiner Nachbruder. Fein. Ja, sehr gut. Hast schön auch Aua bekommen gelernt, ne? Ja, super. Toll gemacht. Musst du nur noch das in zwei Teilen lernen. Das ist die Extra-Vision von Ära nehmen lassen. Das hat Darth Maul geschafft. Aber das lernt ihr erst in der Oberstufe. Von daher müsst ihr euch noch... Und habe ich gerade ernsthaft wegen zwei Schützen verkackt, welche Two-Hits sind. Ich drehe langsam durch, Leute. Ich drehe langsam durch. Ich bin psychisch mittlerweile am Ende. Ich bin reif für die Klapse. Und ja, ich kann Beatboxen. So, dich greife ich einmal an und du bist auch weg vom Fenster. So, und jetzt hat... Ah, komm. Oh Mann, jetzt... Natürlich greifen die beide gleichzeitig mit einem Charge-Angriff an. Weißt du, Spiel, damit du mich nochmal extra trainen kannst. Ich hab dich so sehr vom Herzen immer gehasst. Weißt du, Telefon, oder? Ich hab gerade richtig heftige Aggressionen. Weißt du was? Ich beende gleich einfach diesen Part und denk mir... Nee, ich gebe euch jetzt einfach 2 Sekunden von da von mir und ich hab echt keine Nerven mehr für dieses Spiel. Ich bin jetzt bei einer Stunde an Aufnehmen. Der letzte Part war schon voll mit Rage und ich bin übelst ausgerastet. Ich bin gerade nervlich und physisch einfach gerade komplett am Ende. Ich hocke jetzt schon eine Stunde die ganze Zeit von diesem Spiel und das Einzige, was ich bis jetzt die ganze Zeit erledigt habe, war sterben, sterben. Sterben, sterben und noch mehr sterben und sterben. Ach ja, und nicht zu vergessen, ich bin noch gestorben. Natürlich, ja selbstverständlich. Ja selbstverständlich musste noch sowas passieren. Das sind hier die Feiglinge und trauen sich kein 1 gegen 1. Ihr traut euch hier das 1 gegen 1 nicht, ihr Waschlappen. So, komm schon, Mann. 1 Stim? Kein Problem.
Überlebenschancen gering. Kein Problem. Aber kein Problem. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen, mein Sohn, was ist geschehen? Und keine Sorge, ich höre normalerweise kein Deutschrap. Sorry an all die es mögen, aber ich bin kein wirklicher Deutschrap-Fan. Mit Ausnahme von Tuddle und Dane, die feiere ich. Und zwei, drei Apache-Songs, aber ansonsten... Halt, komm her! Okay, wow, das ist so easy. Na komm, schieß. Nope. Nicht so ein Schuss. Sehr schön. Komm her. Jawoll. Ich muss mich mehr anstrengen. Jawoll. Nö. Das Einzige, was du musst, ist zu sterben. So. Ja, geht doch. Nope. Ja, geht doch. Junge, was war denn jetzt der Struggle hierbei? War voll easy. What the hell? Warum habe ich jetzt dreimal hintereinander verkackt? Ist eigentlich so unglaublich einfach. Das sah halt so easy und flüssig aus, aber nee. Warte mal. Nee. Hier ist doch noch safe irgendwas gewesen. Ich habe hier doch noch was gesehen, oder? Oh ne. Okay, scheinbar nicht. Ach komm her. Okay. Was ist denn los? War das ein Treffer? Ich lasse dich nicht entkommen. Ja, okay. Okay. Okay, gut. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, bitte ein Checkpoint. Bitte ein Checkpoint-Spiel. Bitte einen Checkpoint. Magus, Lichtschwertfalte erhalten. Um die Ecke schauen. Um die Ecke schauen. Keine bösen Überraschungen mehr? Nee, okay. Ja, aber irgendwo hier war doch was. Okay, ich habe den ganzen Weg geklärt. Also jetzt halt nochmal nachschauen. Denn hier oben war doch irgendwas. Ganz sicher. Es ist nicht alles so, Leute. Kann nichts mehr passieren. Wir haben alle Gegner weggeräumt. Ich weiß nämlich immer noch ganz genau. Hier irgendwo über diesen Weg war noch was. Hier entlang dieses Weges war garantiert noch irgendeine Sache. So, wir müssen uns nur genau genug umschauen. Also, jetzt nicht durchrushen, sondern kontrolliert nachschauen. Schön gut nachgucken. Okay, tatsächlich ist hier nichts. Das ist einfach nur für eine Abkürzung. Ja gut, dann halt nicht. So, aber ich werde hier jetzt sicherlich, tatsächlich definitiv hier... das wir machen, denn wir haben jetzt hier eine Abkürzung freigeschaltet. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach, ganz einfach, ohne Probleme, uns einfach an den Gegnern vorbeirennen und an unserem Ziel ankommen. Was ist das jetzt? So. Wunderbar, und da sind wir auch schon. Und jetzt kommt eine kleine Cutscene. Also bin ich leise. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja.
Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Da können wir aktuell sowieso nicht hin. Allerdings können wir uns hier ein Upgrade holen. Und zwar folgendes. Denn all dieser Struggle wird sich jetzt nun lohnen. Ja. Das Doppelklinge-Lichtschwert. Was man nur so früh im Spiel erhalten kann, wenn man jetzt schon hingeht und indem wir. Und wir können zwischen den Typen des Lichtschwerts natürlich auch wechseln. Und es ist ein absoluter Angriffsmodus, macht zwar weniger Schaden im Allgemeinen, allerdings ist es unglaublich gut. Großen Gegnermassen. Und ja, ist mir ehrlich gesagt jetzt mittlerweile sowas von. Es ist mir nicht egal, weil ich jetzt noch die EP haben möchte. Aber die hole ich mir jetzt noch kurz schnell. Und dann gehe ich auch schon wieder zurück zu Mattis. Denn das war der einzige Grund, das ist der allgemeine einzige Grund, warum man überhaupt zu früh jetzt zu Datumir gehen sollte. Das ist der einzige Grund. Also, falls ihr euch nicht jetzt schon so früh dem ganzen Struggle erstellen wollt, um viele EP zu erhalten oder um das Doppelklingelschwert zu erhalten, bitte, dann spielt von mir aus gerne vorher Sefu. Aber ich mache gerne den Datumir-Weg. Weil ein kleiner Boost für den Anfang ist immer etwas Nettes, was ich gerne mitnehme. Selbst wenn ich sehr viel rage und dafür extrem aggressiv werden muss. Ah, nee. Wunderbar. Hier bei der Doppelklinge gibt es schon einen Safe State. Ja, gut. Oh mein Gott, wieso sterbe ich immer noch? Ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich gerade noch Attacken spamme, weil ich eigentlich gerade so überglücklich bin und so viel Erleichterung habe, dass ich endlich hier bin. Aber ich muss mich konzentrieren, Mann. Das Gute an der Doppelklinge ist halt, Kel greift viel schneller, viel häufiger an. Was halt, wie gesagt, gegen große Gegnermassen sehr so gut ist. Und sobald wir einen bestimmten Move noch für die Doppelklinge halten, oder haben wir die jetzt schon mittlerweile? Werde ich euch einmal kurz abchecken. Der ist sehr, sehr hilfreich. Besonders der ist sehr, sehr hilfreich gegenüber großen Gegnermassen. Und damit kann man eigentlich, wie gesagt, durch große Gegnermassen. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das gesagt habe. Du machst dann einmal diese Attacke und die Hälfte der Gegner sagt, ja, und zwar ist es die hier. Die ist unglaublich overpowered stark. Und warum werdet ihr gleich sehen? So, ich werde jetzt einfach mal hier inmitten dieses Getummels hier reinlaufen. Und mach ein, zwei mit dieser Attacke. Und hab beide Spinnen jetzt schon tot. Und alle drei. Das war's. Ich mach zweimal diesen Spinning Move und drei Spinnen. Easy getötet. Was davor der übelste Struggle war. Also, ja, es lohnt sich. Und doch, hier finden wir sie endlich. Eine weitere Lebensessenz. Noch eine weitere. Und unsere Lebensenergie erhöht sich. So, dann gehen wir einmal kurz hin und werden unsere Fähigkeitenpunkte einmal kurz ausgeben und dann endet der heutige Part. Verteidigung erhöhen. Ich mache einmal den Sprintzip, würde ich sagen. Und längeres Blocken hätte ich gerne. Dann Defensive ist hier das A und O in diesem Spiel. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch diesen heutigen Part von Let's Play The Legend of... nicht The Legend of Zelda. Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Fallen Order gegeben habt.
Und damit, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Haltet euer Gleichgewicht im Leben. Euer Balance Gamer. Und ciao.